Hey Leute, willkommen zum Mac Mechanic Simulator. Ich habe einen Key dafür bekommen, ich habe auch danach gefragt, weil ich fand die Idee dahinter so super. Es gibt ein paar ähnliche Spiele in dieser Richtung. Es gibt da auch noch Tank Mechanic Simulator, habe ich noch nie gespielt. Es gibt da auch noch was mit Autos und mit Rover, glaube ich auch. Wir schauen uns das Ganze jetzt hier mal an. Ich habe mal ganz, ganz kurz reingeschaut. Wir spielen einfach mal die Einleitung. Was wir soweit sehen werden, ich kann schon mal dazu sagen, es gibt später noch Abschnitte, wo man dann quasi in der Simulation den Mac dann testen kann und im Prinzip kämpfen kann. Das werden wir jetzt hier nicht sehen. Wir starten einfach mal ein neues Spiel und gucken mal, was man da so machen kann. Und vor allen Dingen, wie gut das vom Gameplay her funktioniert, was das für einen Eindruck hinterlässt. Den ersten Eindruck, gucken wir mal. Ich liebe ja Macs. Macs finde ich super, aber es kann nicht genug Mac-Spiele geben. Das Ganze dauert schon so ein bisschen länger vom Laden. Was gibt es dazu noch zu sagen? Also, das Spiel gibt es jetzt momentan noch mit 10% Rabatt. Für 17 Euro auf Steam. Normal kostet das 18 Euro und ein paar zerquetschte. Und ich finde es super, dass ich einen Key dafür bekommen habe. Mein Gott, das dauert echt lange. Deine Competitors waren nicht so glücklich wie du. Und sie sitzen immer noch in ihren Holes. Und du hast diesen Gem. Gut, Einleitung. Wir steuern also einen Charakter mit WASD. Den Mechaniker. Laufen wir mal mit dem Roboter hier hinterher. You know how hard it was to find this place? And unregistered mechanics are still being prosecuted by the authorities. Since you're operating in a somewhat gray area, they'll surely make me your partner in crime. Screw me apart and make me a blender or some other tool. Just be careful, okay? Einleitung. Du wirst dich am Anfang sicherlich ein wenig verloren fühlen, da diese Werkstatt ein paar Mal größer ist als das Loch, in dem du mich gebaut hast. Wenn du dich umgesehen hast, kannst du ins Büro gehen. Dann gucken wir uns doch mal um. Gut, das ist bisher alles noch so ein bisschen nichtssagend. Hier hat man ein paar Sachen, die kann man dann benutzen. Ansonsten gucken wir mal. Gehen wir mal ins Büro. Kann ich laufen? Kann ich hüpfen? Ich kann nicht hüpfen. 0 von 10 als Spiel. Wir müssen so schnell wie möglich eine offizielle Lizenz erhalten. Ohne sie wird es niemand riskieren, uns einen größeren Auftrag zu erteilen. Dann machen wir das doch. Mit diesem Computer hast du Zugriff auf alle Stellenangebote. Wir haben $15.000 auf der Kante, auf der hohen Kante. Ich nehme an, dass du schon mal einmal in solch einer Werkstatt warst. Ich bin aber hier, um dich im Fall der Fälle zu unterstützen. Möchtest du das Tutorial fortsetzen? Ja. So. Dann hätten wir das schon mal. Was haben wir denn hier? Here you can see the list of all currently available job offers. With time and enough work, more of them should appear. Gut, also es gibt, oben sieht man ja Ruf, man hat ein Rufsystem, je höher der Ruf geht, desto mehr Aufträge kriegt man später zur Auswahl. Was haben wir denn hier? Hier siehst du die Details zu jedem der Stellenangebote. Du wirst sehen, welches Unternehmen jemand sucht, welches Mech-Modell benötigt wird und natürlich auch, was überhaupt die Aufgabe ist. Nimm den Auftrag an, wenn du bereit bist. Was haben wir denn hier? Sakura Technology, zu reparierende Bauteile 1. Ein Fehler des Fahrers verursachte eine Explosion experimenteller Substanzen, die die Einheit beschädigt haben. Dies ist eines unserer Modelle für Reparaturarbeiten in der Erdumlaufbahn. Nach der Erstinspektion wurden keine ernsthaften Schäden festgestellt. Bei unbefriedigenden Ergebnissen behält sich das Unternehmen das Recht vor, die Zahlung abzulehnen. Mit freundlichen Grüßen, Sakura Technology. Repariere das Bauteil ist unsere Hauptaufgabe und den Mac reinigen. Ja, machen wir das doch. Richtig, gehen wir zur Montagestation, um zu sehen, was mit unserem Patienten los ist.
Dann gehen wir doch hin. Ich finde das super auf jeden Fall, dass es ein Tutorial gibt, weil gerade mit diesen ganzen Schaltpulten hier und was man hier alles so machen kann, das ist das gar nicht mal so eine schlechte Idee. Vor allen Dingen für Leute, die solche Spiele in der Art noch nie gespielt haben, so wie meine Wenigkeit. We need to find out what's damaged in the mech. To do that, we will use this station. But first we need to clean the mech from all the dust and mud. Okay, wir müssen erstmal den Mech wahrscheinlich waschen. Ja, der sieht jetzt nicht so toll aus. Geh über zum Reinigungsmodus, indem du die Option Reinigen anklickst. Alles klar, dann reinigen wir den nochmal. Durch Drücken und Halten linke Maustaste wird der Wasserfluss gestartet und bewegt, um den gesamten Mech zu reinigen. Du kannst dabei die Kamera mit WASD drin. Okay, gut. So, das ist unser Fadenkreuz. Rechts sehen wir, wie viel wir noch reinigen müssen. Nee, das ist unten Fortschritt. So, das. So, die Reinigung ist abgeschlossen. Kraftstoff kaufen. Er ist sauberer als am Fließband. Kehre nun wieder zum Montagemodus und wähle Scannen aus. Gut. Dann scannen wir den mal. Bevor der Scanner in Betrieb genommen wird, muss er für jeden Mecher in unserer Werkstatt angepasst werden. Um den Scanner einzustellen, müssen Sie die Phase und Amplitude seiner Wellen erhöhen oder verringern, um diese an die vom Mecher ausgesendeten Wellen anzupassen. Wenn Sie die Wellen des Scanners richtig einstellen, wird er alle beschädigten Teile für uns finden. Gut, das ist im Prinzip, ja, das sieht ja relativ, sieht ja relativ simpel aus. Das sieht schon fast passend aus. So, das war's auch schon. Der Scanvorgang ist abgeschlossen. Durch den Scanvorgang finden wir heraus, wie wir den Mech reparieren und den Auftrag beenden können. Um die Liste der Aufgaben zu öffnen, die erledigt werden müssen, drücke Tab, kehre jetzt im Montagemodus zurück und drücke auf Demontage. Ah, gut, da sieht man das nochmal. Alles klar, Zusammenbau. Montage. In diesem Bereich kannst du alle Mech-Module auswählen, die du abmontieren möchtest. Die rot hervorgehobenen Module beinhalten die beschädigten Bauteile. Drücke auf das defekte Modul und wähle eine der Werkbänke aus, um es dorthin zu verschieben. Alles klar, der rechte Arm. Wir müssen einige Bauteile entfernen, die das Modul blockieren. Richte deinen Cursor auf die blockierenden Teile und entferne sie, indem du linke Maustaste gedrückt hältst. Denke daran, dass du nur Bauteile entfernen kannst, die grün hervorgehoben sind. Diejenigen, die beim Anvisieren rot aufleuchten, werden von anderen Teilen blockiert, die zuerst entfernt werden müssen. Okay, gut. Dann entfernen wir das doch mal. Dieses Bauteil wird durch Schrauben festgehalten. Du musst sie zuerst entfernen. Okay. Ist ja auch kein Problem. Dann müsste das jetzt passen. Jawohl. Einmal den Arm abmontieren. Gut, dann müsste das ja soweit passen. Gehen wir zur Werkbank und beginnen endlich mit der Reparatur dieser Maschine. Dann machen wir das doch. So. Müssen wir hier hin. Gucken wir mal. Mit den Bewegungstasten kannst du die Kamera frei um das Modul drehen. Okay, ja, mit dem Cursor kannst du die Bauteile auswählen, die dich interessieren. Auch das beschädigte Bauteil ist immer sichtbar. Okay, ja. Demontage. Mit Q oder E kannst du frei zwischen dem Montage- und dem Demontage-Modus wechseln. Verwende wie auch in der Montagestation deinen Cursor, um zu sehen, welche Teile abgenommen werden müssen, bevor du das beschädigte Bauteil erreichen kannst. Ja. Dann gucken wir doch mal. Wir müssen das hier. Das ist beschädigt. Okay. Wenn du auf ein Bauteil zielst, erhältst du einige grundlegende Informationen. Aus unserer Sicht ist das wichtigste Detail der Zustand des Bauteils. Bauteile können qualitativ gut sein, aber auch beschädigt oder einfach nur kaputt. Wir können die beschädigten Teile in den Reparaturstationen reparieren, sobald wir sie natürlich erhalten. Bauteile, die vollständig defekt sind, können nicht repariert werden und müssen ersetzt werden. Du kannst nur die Bauteile abnehmen, die nicht durch andere Teile blockiert sind. Wenn du ein entfernbares Bauteil auswählst, beginnst du mit linken Maustaste die Demontage. Ja gut, dann würde ich doch mal sagen, fangen wir doch mal an. Kann ich? Ja, ich kann mit dem Mausrad rauszoomen. Das ist schon mal super. Wir müssen das da wegmachen.
Dann schrauben wir doch mal hier oben das ab. Mech-Teile sind in mehrere Kategorien unterteilt. Die Demontage eines Bauteils ist für jede dieser Kategorien unterschiedlich. Nachdem du das Bauteil ausgewählt hast und linke Maustaste gedrückt hältst, wird ein kleiner Pfeil angezeigt, der dir die Richtung anzeigt, in der du das Bauteil drehen musst, um es zu entfernen. Vergiss dabei aber nicht, alle Schrauben zu entfernen. Okay, gut. So, dann einmal mit der Maus nach oben, wird abgenommen. Genauso, jetzt müssen wir zum beschädigten Teil gelangen. Nimm jedes Element einzeln ab, bis du das beschädigte Teil entfernen kannst. Ja, dann gucken wir mal. Was müssen wir denn hier noch so ab? Das können wir abnehmen. Gut, da kommen wir jetzt wahrscheinlich so noch nicht dran. Können wir... Ha, mal gucken. So, ich kann das hier oben abschrauben. Ich kann das hier rausnehmen. Okay. Das wurde aber gerade anders angezeigt. Das wurde nur nach links angezeigt, der Pfeil, nicht nach rechts. Das ist ja interessant. So, können wir denn... Ja toll, jetzt haben wir das hier oben auseinandergebaut, aber das war's dann auch schon. Wir können das hier mal abnehmen. Einfach alles auseinandernehmen. Warum denn nicht? So, hier sind ein paar Schrauben dran. Die können wir mal alle entfernen. Jetzt wird es ja schon... Das können wir auch schon direkt wegmachen. Okay. So. Kann ich das entfernen? Nein, Moment. Da war auch wieder nur der Pfeil nach oben. Ich muss hier ja... das rausnehmen. Okay, was haben wir hier noch? Das muss auch weg. Also gut, man kann die Teile nicht einfach so abmachen, sondern man muss sie halt nach und nach dann wirklich freilegen, dass man dann auch ans Bauteil drankommt. Das ist im Prinzip der ganze Witz dahinter. Es scheint, dass wir jetzt die Ursache des Problems entfernen können. Los geht's. Dann machen wir das doch mal. Das steht jetzt auch wieder. Oder der Pfeil blinkt halt oder hüpft halt hoch und runter und der will mir damit hoch und runter sagen. Weil hoch geht nicht. So aber ist das richtig. Ist trotzdem eine komische Anzeige. Dann hätten sie irgendwie einen Pfeil nach oben, Pfeil nach unten, dass sie sich abwechseln. Das wäre wesentlich eingängiger. Montage. Derzeit verfügen wir nicht über die erforderliche Hardware, um dieses Bauteil zu reparieren. Sobald du jedoch eine Lizenz hast, können wir Stationen kaufen, die das Problem beheben können. Im Moment musst du es durch ein neues ersetzen. Geh über zum Montagemodus. Alles klar, gehen wir mal in den Montagemodus. In diesem Modus werden alle Bereiche hervorgehoben, in denen Teile platziert werden können. Klicke auf die Stelle, von der du gerade das beschädigte Teil entfernt hast. Tada! Wie du sicherlich bemerkt hast, kannst du von dieser Station aus aufs Inventar zugreifen. Das Inventar verfügt über Filter, um nur die Bauteile anzuzeigen, die in den jeweiligen Slot passen. Wir haben zurzeit kein Bauteil, welches wir in diesem Slot platzieren könnten, weswegen wir eins kaufen müssen. Wähle im Shop Suchen am unteren Bildschirmrand. Gut, dann gucken wir mal. Mit dieser Schaltfläche gelangst du direkt zum Shop und filterst automatisch die Ergebnisse, sodass nur die Bauteile übrig bleiben, die in den ausgewählten Bereichen passen. Auf der linken Seite stehen dir einige Optionen zur Verfügung. Mit Kaufen wird das gesamte Sortiment angezeigt. Verkaufen ermöglicht es, ja gut, das ist klar. Filtern, ja ja, Filter ist auch klar. Auf der rechten Seite kannst du die Anzahl der Bauteile einstellen, die du kaufen möchtest. Im Moment brauchen wir nur eins und ich würde $1.875 für so ein popeliges Kabel. Das ist ja der Wahnsinn. Nachdem wir das Bauteil endlich haben, können wir wieder den Mech reparieren. Verlasse den Shop. Gut. In der Inventarliste befinden sich nun zwei Bereiche, der alte und der neue. Achte dabei, wie sich die Qualität unterscheidet. Jedes Bauteil hat eine andere Stufe. Nicht reparierbar, beschädigt, repariert und neu. Wenn du willst, da ist die Leerstelle falsch, aber egal. Dass der Auftraggeber den Mech als repariert benotet, dann musst du alle Bauteile aus den Kategorien nicht reparierbar und beschädigt gegen repariert oder neu ersetzen. Montiere nun das Bauteil. Okay, das hier ist das neue Bauteil.
Es scheint, dass das Problem gelöst wurde. Jetzt musst du das gesamte Modul wieder zusammenbauen. Bitte lasse mich wissen, wenn du fertig bist. Okay, das ist ja super. Man muss einfach nur... Ja, man kann einfach nur die Teile ersetzen. Gut, die sind aber zum Teil auch schon beschädigt, oder? Ja, gut. So, einmal bitte hier ein bisschen... Wir müssen natürlich auch wieder die Schrauben reindrehen. So. Da auch. Das hätten wir dann. Hier müssen wir jetzt mal gucken. Da fehlt noch was. Da fehlt auch noch was. Stelle beim Zusammenbau des Mechs sicher, dass alle Bauteile an ihrem Platz sind. Die Rückgabe eines Mechs mit fehlenden Teilen wird der Arbeitgeber nicht zu schätzen wissen und du kannst dein Honorar vergessen. Gehen wir zurück zur Montagestation und bringen das Modul wieder an. Gut, dann machen wir das doch mal. Das war hier, ne? Genau. Wir müssen das Modul wieder am Mech montieren. Wir machen das genauso, wie wir es demontiert haben. Nur umgekehrt. Wähle die Option Montage aus. Zusammenbau. Wähle nun das abgetrennte Modul aus und bringe es wieder am Mech an. Außerdem musst du auch alle anderen demontierten Bauteile wieder montieren. Beachte bitte, dass diese Bauteile nicht rot aufleuchten, denn ansonsten sind sie nicht mehr voll funktionsfähig. Okay. Wieder festmachen. Of a job, you'll be able to return it. Of course, you can return a job before fixing the mech if you don't feel like getting your money. Right. Let's head back to the office. Das ist auch gut. Natürlich kannst du das auch früher machen, wenn du keinen Wert auf das Geld legst. Oder anders gesagt, wenn man damit nicht klarkommt. Dann gehen wir mal wieder ins Büro. Können wir den Auftrag abgeben? I could have been an accountant or a lion tamer. Wunderbar. Mithilfe dieses Fensters kannst du einen Auftrag abschließen. Einige der Aufträge, die wir bekommen, werden darüber hinaus auch zusätzliche Ziele beinhalten. Sie sind alle obligatorisch, aber mit ihnen steigt auch das Honorar. Okay, gut. Erledigt. Auftrag beenden. Nach Abschluss eines Auftrags wird eine kurze Zusammenfassung angezeigt. Du siehst dort, was und wofür wir verdient haben. Dies ist sehr nützlich, wenn du einen komplizierteren Job annimmst. Okay, komplette Auszahlung, $9.800 haben wir bekommen. Erlangter Prestige 0, Arbeitszeit 12 Minuten und 55 Sekunden. Du kannst den Shop jederzeit betreten. Lass uns mal einen Blick hineinwerfen. Öffne den Shop mit I. I. Hier können wir Mechteile kaufen und verkaufen. Links kannst du nach Bauteilen anhand ihrer Namen suchen oder Filter verwenden. Ja gut, das ist selbsterklärend. Überprüfe stets vor dem Kauf den Preis. Der Markt ist momentan sehr instabil und die Preise ändern sich stetig. Glücklicherweise werden die aktuellen Preisänderungen neben den Kosten des Artikels angezeigt. Ja, gut, ne? Ist soweit alles selbsterklärend. Da brauche ich jetzt auch nichts mehr zu sagen. Hier sieht man nochmal ein bisschen... Ja, das Kauffenster, detaillierte Informationen. Oh, Darlehen gibt's auch. Our reputation opened new doors. We proved that we are worth the trust and from now on we can take loans. From this screen, you'll be able to take loans and specify the repayment schedule. Okay, Ratenplan, Darlehenshöhe. Wow, das ist ja natürlich ein Unterschied von 3000 auf 3286. So, Ratenplan langsam, normal, schnell, was? Da müssen wir, genau, je schneller das geht, desto weniger müssen wir zahlen. Rückzahlung von jedem Auftrag, wie von jedem der Aufträge, Zinsen insgesamt, 30%. Gut, später gibt es noch Software, ich glaube, das ist das, dass man dann die Max quasi von der Software ausprobieren kann.
wie die dann in der Praxis oder quasi in so einer VR-Umgebung dann funktionieren. Irgendwie sowas Schwarzmarkt gibt es später auch noch. Okay, okay, okay. Und das hier, was ist das? Keine Ahnung. Na gut, ich würde sagen, das war mal ein ganz kurzer erster Einblick. Ist schon eine coole Spielidee. Ist jetzt auch nicht unbedingt neu, weil wie gesagt, es gibt da schon andere Spiele vom selben Vertreter. Ich weiß nicht, ob die so ähnlich funktionieren. Sehr wahrscheinlich. Aber ich habe halt noch keinen anderen Vertreter aus diesem, ich nenne es jetzt mal Genre, gespielt. So, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video, um mal einen ganz kurzen ersten Einblick ins Spiel zu bekommen. Macht schon einen interessanten Eindruck. Die Frage ist halt natürlich, wie lange das später dann motiviert. Wie kompliziert dann diese Aufträge später noch werden, weil eben hat man nur ein kaputtes Teil. Ich bin mal gespannt, wie das später noch so wird, wenn man mehrere kaputte Teile an einem Mac hat. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.